Hey Leute, willkommen zurück zu The Asian Dynasties. Heute mit dem ersten Part von Indien. Das Lauffeuer. Starten wir mal rein. Letztes Mal sind wir mit China fertig geworden, jetzt geht's hier weiter. März 1857. Es war nur ein Junge aus Nagwa. Bevor er seinen kommandierenden Offizier tötete, soll er gesagt haben: Es wäre sein Dharma, den Briten Widerstand zu leisten. Er war ein Sepoy wie ich. Er arbeitete für die Kompanie wie ich. Aber im Gegensatz zu mir war er ein Held. Ich täte gut daran, nichts mehr auf Gerüchte zu geben. So, starten mal. Der werte Herr in Rot sieht so aus, als wäre unser neuer Held. Dieses Unrecht muss aufhören. Die britische Ostindien-Kompanie raubt unsere Schätze. Setzt unsere Herrscher ab und zerstört unsere Traditionen. Das ist öffentliche Demütigung. Ich sag dir, die Vorsehung sagt das Ende der Kompanie nach einem Jahrhundert voraus. Das ist jetzt. Hab Geduld, mein Freund. Hab Geduld, sagst du? Ich habe 40 Jahre gelebt und keines davon ohne diese verdammte Kompanie. Unsere einzige Möglichkeit ist, mit den Fremden zusammenzuarbeiten. Du sprichst wie ein Feigling. Wie ein kleiner Engländer. Du hast keine Ahnung, die Gesichter sind ja schlimm modelliert. Von der einen da in dem blauen da. Das sah ja gerade echt schlimm aus. So, mal gucken. Leutnant Sahir, ich erliege nur einer Todsünde. Ungeduld! Tut mir leid, Colonel. Die Häftlinge mussten durchs Dorf laufen und öffentlich ihre Uniformen ausziehen. So ein Schicksal ist für solche noch zu harmlos. Hinrichtung wäre angemessen und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Sir, die Menschenverachtung der Kompanie schürt ein ohnehin gefährliches Feuer. Leutnant, die britische Ostindien-Kompanie hat Indien 100 Jahre lang beherrscht. Ich bezweifle, dass ein paar magenkranke Sepoys das ändern werden. Wenn du je vergisst, wer dieses Land regiert, schau einfach auf die Hausdächer. Also, Kopf hoch, Leutnant! Ja, Sir. Der scheint ja sehr freundlich zu sein. So, April 1857. Die Kompanie schickt uns, um unsere Interessen im Punjab zu verteidigen. Ich spüre die harten Blicke der Sepoys auf mir. Doch Kollaboration ist der einzige Weg, den Frieden zu wahren. Heute wurde der Sepoy gehängt, der seinen Kommandanten getötet hat. Helden leben nie lange. Elefanten und Salpeter. Ich nehme die Scheune, du spielst ziemlich laut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss gleich mal ein bisschen leise schalten. Es hat beinahe etwas Sportliches, oder, Nani? Als wäre ich in Norfolk bei der Fuchsjagd. Wollen die Rebellen unseren Salpeter-Nachschub unterbrechen, brauchen sie mehr als ein paar Elefanten. Das bedeutet nicht, dass sie es aufgeben werden. Erkennst du einen gemeinsamen Zweck dieser Aufstände? Sie sind nicht so verstreut, wie man glaubt. Sie werden sich sammeln. Und dann stehen wir einer Armee gegenüber. Weise Worte. Du wärst vielleicht doch ein brauchbarer Captain. Sir, ein Handelsposten im Osten wird angegriffen. Auf, Leutnant! Verliere nicht die Hoffnung. Solange es Tee gibt, gibt es Hoffnung. Ja, der Bride und sein Tee. War schon interessant, wie nah das dann doch ist bei denen. Aber ich muss jetzt echt ein bisschen runterschalten. Die Lautstärke ist doch ein bisschen arg laut gewesen. Vor allem die Stimmen waren gerade sehr laut, meiner Meinung nach. Müssen wir gerade mal gucken. Soweit wir dürfen. In den Punjab. Die Inder haben unsere Salpeterminen erobert, aus denen wir Schießpulver gewinnen. Wir müssen handeln, und zwar schnell. Der Feind bekommt keinen Krümel Salpeter, Sir. Mein Wort darauf. So, jetzt müssen wir hier gerade mal kurz gucken. Soundoptionen, gehen wir ein bisschen runter, ungefähr so. Yes? Ja, es ist immer noch schön laut, oder schön angenehm ist jetzt zumindest mal. So, jetzt haben wir hier ein Dorfzentrum, können wir bauen. Beeilung! Die Inder brennen darauf, ihr Land zurückzuerobern. Da haben wir einen Siedler. Okay, der kann Sepoys hier rekrutieren. Was kann der so? Ah, Verbündetenangriffe werden hier verstärkt. Okay. Interessant. Greifen wir hier mal diese Tiger an.
Wie viel Leben hat der Kollege hier eigentlich? 1100. Und der hier, 850. Kommt leider nicht an Lao Shen ran. Möchte ich mal sagen. Okay, hier können wir uns jetzt ja auch schon einige Einheiten holen. Nach der Mission werden wir das natürlich alles ein bisschen für unsere Sachen umbauen. Jetzt hat die sich erstmal gerade einen neuen Look verpasst hier. Okay, ja, das könnten wir ja eigentlich schaffen. Auch diese ganzen Einheiten, die hier Nahrung kosten, gefällt mir nicht so ganz. Wir müssen die östlichen Minen erobern, um den Salpeter-Nachschub zu sichern. Hallo, Mejarahun. Mejarahun, ja. Shekari, command. Yes, I will. Elefantenrennen weg. Okay, so. Gucken wir uns gerade mal an, was wir so an Gebäuden bauen können. Also klar, Häuser haben wir hier wieder, Marktplatz, Reisfeld, heiliges Feld. Vieh erzeugt mehr Erfahrungspunkte, wenn es zu einem heiligen Feld geschickt wird. So klar, Kühe und so. Mächtige Verteidigungsanlage, in der auch Artillerieeinheiten, Burg, Wall können wir bauen wieder, okay. Banditen und Söldner können wir im Kloster rekrutieren. Kaserne, Karawanen. Karawanserei, okay. Und Konsulat. Gut, schauen wir mal. Da unten haben wir einen Schatz, da oben haben wir einen Schatz. Ich denke, wir gehen erstmal kurz hier runter. Ah, genau, hier kosten Dorfbewohner nämlich Holz. Genau, da war was. Das ist natürlich jetzt schlecht, wenn wir keine Dorfbewohner beim Holz sammeln haben. Ich habe mich gerade gewundert, warum wir keine Nahrung verlieren. So, wir sind im Festungszeitalter, das ist gar nicht mal so schlecht, dann können wir auf jeden Fall auch Artillerie rekrutieren. Ah, einen Tiger kriegt man da raus, das ist jetzt natürlich ganz okay, aber so super toll ist das dann auch wieder nicht. Hier oben könnte man natürlich mal den ersten Handelsposten erobern. Oh, Gegner. Ja, warum nicht? Den ersten Handelsposten können wir auf jeden Fall mal erobern. Ich glaube, der bietet sich ganz gut an hier. Wir brauchen noch weitere beim Holz holen hier. Was sind das da für welche? Ankatari Urumi. Okay. Okay, nett. Ja, die Karten, die wir haben in unserem Deck, sind momentan noch nicht so der wirkliche Hammer, muss ich sagen. Nein, natürlich nicht. Rückzug hier. Mal kurz. Wir brauchen jetzt unsere Truppen mal kurz hier unten nochmal. Jetzt haben wir auch noch einen Dorfbewohner verloren. Jetzt rennen sie weg, die Feiglinge. Das Dorfbewohner Holzkosten finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich cool. Ja, weil man ja Holz am Anfang sehr, sehr stark auch noch für Gebäude braucht und so weiter und so fort. Und das ist halt nicht so cool. Ich hoffe, da vielleicht kriegt man ja irgendwie Dorfbewohner mal per Schiffsladung. Also hier sieht schon stärker befestigt aus. Da oben nicht so wirklich. Was müssen wir eigentlich machen? Errichten sie entlang der Handelsroute Handelsposten. Bauen sie den Salpeterminen-Handelsposten. Okay. Ja, das sieht alles schon ein bisschen besser für befestigt aus hier als diese Handelsposten. Das sind also zwei Salpeter und dreimal Handelsposten, okay. Hello. Ich kann mal gerade mal hinbauen und hier den Marktplatz bauen mit so einem hier. Oh, da kommen Gegner. Attack.
so weiter angreifen da. So, sehr schön. Jetzt können wir das hier mal verbessern. Erstmal unseren Holzabbau. Jetzt ist keine Zeit zum Feiern, Leutnant. Da sind noch zwei weitere Handelsposten, um die du dich kümmern musst. Na los! Ah, hier haben wir einen Wasserbüffel nochmal. Die wir irgendwie nicht töten können. Die können wir nämlich nur an diese Schreine schicken, soweit ich das weiß. Ich werde gleich auch mal so einen so einen Schrein mal bauen, um mir das mal nochmal anzugucken. Ich habe schon Ewigkeiten keine Inder mehr gespielt. Hallo. Muss ich zugeben. Ja, wie viel kostet denn so ein Schrein hier? 250 Holz. Das ist echt übel bei denen hier, wie es aussieht. Alles kostet verdammt viel Holz. Da oben könnte man natürlich jetzt angreifen. So. Greifen die uns da hinten schon wieder an. Ist ja schlimm, nervig vor allem. Also wir werden dann doch nirgends mal angreifen erstmal. Wir ziehen uns jetzt da erstmal zurück. Und vernichten jetzt erstmal hier diese Gegner. Und lassen erstmal unsere Truppen hier stehen, weil mir rennen die hier so ein bisschen zu oft rein. Hier holen wir uns erstmal Holz. Ja, diese Viecher hier will ich eigentlich nicht mitnehmen. So. Ein bisschen mehr Nahrung könnten wir schon vertragen. Was haben wir denn hier? Sammeln Münzen auf Reisfeldern und so weiter schneller, das brauchen wir gerade eigentlich nicht so wirklich. Wobei können wir auch mal nehmen. Will ich mal hier so ein bisschen Kavallerie mitnehmen. Ja, sehr schön. Ja, hier oben die Kaserne, die muss man unbedingt zerstören. Die nervt einfach ziemlich. Okay, Bevölkerungslimit erreicht. Holen wir mal zwei Häuser hier unten. Okay. Ah, hier sind nur irgendwelche... Beziehungsweise ihr lasst es jetzt einfach mal. Eine Weide für Weidetiere anlegen. So etwas bewirkt wahre Wunder bei den Einheimischen dieser Region. Die zwei hier schicken wir nämlich woanders mal hin, dann sind sie vielleicht, werden sie vielleicht nicht die ganze Zeit angegriffen, schicken sie mal dahin. So, jetzt haben wir ja hier einige neue Truppen. So. Ja, vielleicht erstmal der Hochlauf, das wäre mal ganz nice. Nur mal kurz darüber, holen wir den Schatz hier. Ja genau, wir kriegen da immer einen Dorfbewohner mitgeliefert. Das ist auch nicht schlecht. Da dürfen wir vielleicht gerade mal eine Kaserne bauen da oben. Hier dürften wir da drüben kurz angreifen, so. Laufen die denn schon wieder lang? Ja, schlimm. Mal da rein. Hier greift es da an. Sehr schön. So. Drei schicken wir wieder zum Gold holen und den hier vielleicht auch noch. Komischen Büffel müssen wir mal irgendwo anders hinschicken. Schicken wir die mal dahin. Und die darf mal noch Nahrung holen. Oh, jetzt haben wir hier oben unsere Truppen verloren. Toll. Ah, super. Dann schicken wir die Truppen mal hier rüber.
So, mal gucken, was kosten jetzt eigentlich unsere Einheiten hier. Die kosten Holz, Nahrung, Gold, okay. Gurkas. Große Bonus im Kampf hier mit Kavallerieeinheiten. Okay. Rekrutieren wir davon einfach mal ein paar. Dann dürft ihr mir hier mal kurz so ein komisches Kuhteil dahin bauen. Okay, Angriff. Holen wir mal den da drüben kurz. So, jetzt haben wir nochmal einen mehr, der hier mit drauf werfen kann. Soll jetzt dann demnächst zerstört werden eigentlich. Verbessern wir mal die zwei Einheiten hier. Vielleicht gleich auch noch so ein Kavallerie-Dings da. Erfahrungspunkte können wir damit machen. Ja gut, muss ehrlich sagen, so wirklich gut finde ich das nicht. Ein paar Erfahrungspunkte ist jetzt nicht so der Hammer. Gibt's auf jeden Fall andere und bessere Sachen. 210 Münzen, ja, das ist doch ganz nice. Dieser Angriff, oder dieser verbesserte Angriff haut eigentlich ganz schön rein, wie ich das jetzt hier gerade merke. Uiuiui. Ja, geh du mir mal kurz den Schatz hier erstmal holen. Ja, jetzt verlieren wir hier unten oben aber ganz schön viele Truppen wieder. Ja, unsere Kavallerie hat schon wieder abdankt. Was haben wir denn hier jetzt drüben noch? Für einen Schatz 90 Holz. Okay, da kommen noch mehr Gegner. Ja, das ist nicht so ganz effektiv hier gerade. Ja, die sind tot da oben, unsere Truppen. Das war zu befürchten. Jetzt haben wir leider gerade im Prinzip kaum noch Soldaten. Ja, jetzt haben wir davon erstmal 5 vielleicht. Dann holen wir uns davon mal noch 3. Bessern die dann noch. Komischer Elefant. Ja, dann greift ihr den mal an. Oder auch nicht. So, hier oben müssen wir irgendwann mal vorbeireiten, unsere zwei Leute mal kurz holen, unsere retten. Wie viele Leute haben wir jetzt eigentlich beim Holz da drüben? 8? 5? 5, okay. Noch ein paar Leute können wir uns auf jeden Fall holen. Hier ist wieder ein Dorfbewohner dabei. Wieder einer. Ich denke, deshalb holen wir uns mal. Da ist wieder ein Dorfbewohner dabei und den können wir gerade gebrauchen. Klar, die Soldaten könnte man natürlich auch gebrauchen, aber da möchte ich eigentlich noch ein bisschen warten, falls wir mal welche akut brauchen, weil wir angegriffen werden. So. Dieses komische Feld können wir eigentlich schon aufbauen, das ist gar kein Problem. Sehr schön. Die sind erledigt. Gut, dann darfst du mal noch darüber gehen. Oder auch nicht, warum auch immer.
Achso, wir haben gerade die Rishka angewählt. Okay, das ist verständlich, warum es da nicht geht. Ach, da kriegt man Holz raus. Ugh. Achso, ich habe gedacht, kriegt man Nahrung raus. Naja, auch nicht so wild. Dürft ihr zweimal kurz da runter oder dahin kurz. Ihr dürft darüber und angreifen. Hier runter einmal den Büffel holen und natürlich dann hier unten die Elefanten angreifen. Ja, das ist toll, da gibt's Holz. Super. Naja, dann geht mal hier hin. Ich dachte, da gibt's Nahrung, aber dann auch nicht. Hätte ich mir besser die Beschreibung durchlesen sollen. Was ist das? Ach, Mangohain. Okay, ja gut. Ja, schön, okay. Hätte aber auch Nahrung sein können, vielleicht. Machen wir mal die Sammelgeschwindigkeit hoch und das andere Zeug hier auch. Kostet ja nicht so viel. Mittlerweile können wir es uns ja auch gut leisten. Holen wir uns hier gerade mal noch so eine Burg. Lass das Teil da in Ruhe, mein Gott. So schwierig zu verstehen hier, oder was? Okay, dann können wir das Teil auch gleich mal reparieren ein bisschen. Holen uns mal Nahrung drüber. Holz scheinen wir ja mittlerweile relativ gut versorgt zu sein. 8 Siedler haben wir da, da können wir eigentlich schon noch ein paar hinschicken. Also wie viele haben wir da? 9. 9. 8. 9. 1, 2, 3 erstmal noch. Ich brauche gerade mal so ein paar Reiter vielleicht. Können wir auch mal verbessern. Rekrutieren wir mal einen Reiter. Erstmal. Lass dir meine Dorfbewohner bitte in Ruhe. Gut, dann darfst du oder dürft ihr mal hier, das sind jetzt die 9 hier, dürft ihr mal da hoch. Sind es auch 10? 10. Brauchen nur noch welche bei der Nahrung. So, jetzt meldet sich gerade mein Wecker. Was können wir eigentlich hier für Artillerie bauen? Haben die keine bessere Artillerie oder nur solche oder was? Stehe ich das gerade richtig? Haben die nur solche Elefantenartilleristen? Ob ich das gut finde, weiß ich noch nicht so richtig. 9. Gut, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut finden soll oder schlecht, um ehrlich zu sein. Dinger können wir auch hier bauen, oder? Ah ne, tatsächlich nicht. Das sind die hier. Okay, die kosten richtig viel, die Dinger. So. Geht mal da runter. Ich würde euch gerne nämlich wieder hier unten haben bei uns. Gut, aber wie gleich hier die Gegner kamen, war schon interessant. Ah, so ein Heiler können wir hier mal rekrutieren. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weiter geht's dann im nächsten Part, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ciao, Leute.